Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin heute mit der Florida unterwegs und wollte ein bisschen euch ein bisschen was zu Ranked erzählen. Ich habe jetzt die erste Saison Ranked hinter mir, also das heißt die erste Woche. Ich habe das heute Sonntag durchgekloppt mal. Ich hatte genug Zeit und konnte es ein bisschen in Angriff nehmen. Ja, die neuen Sprints, also mir persönlich gefällt's. Man kann ein bisschen rumdümpeln, man kann ein bisschen... Oh, da kommt Beschuss von der Amagi, das wird wehtun. Fliegen wir mal zurück. So. Also mir persönlich gefällt's. Ich habe jetzt die Qualifikation für die Silberliga geschafft. Und ja. Ich hatte auch nur, ich glaube, 5 Niederlagen. Der Rest waren alles Siege. Ein bisschen Stahl abgegriffen. Und mal schauen, wie das dann die nächste Woche wird. Ich habe es bewusst jetzt noch nicht aufgenommen. Mit den Ranks. Weil, ja, das ist noch alles so neu. Keiner wusste, wie es wird. Mir persönlich gefällt. Endlich mal ein ordentlicher Treffer. Ihr müsst halt... Es ist halt für den Durchschnittsspieler sehr gut. Also für Leute wie mich. Ihr dümpelt ein bisschen in der Bronzeliga rum. Könnt ein bisschen was abgreifen. Und ja... Also ich habe jetzt, glaube ich, 300 Stahl abgegriffen. Aua! Kann ich mal aufhören, mich zu schießen? Kann ich mal bitte zugehen? Danke. Und die Qualifikationen durchgeballert. Ich glaube, ab Rang 3 hatte ich dann keine Niederlage mehr. Nur noch einmal in den. Das ist noch sehr ungewohnt. Oh, das ist so schön mit dem Ding. Torpedos, Tiefenwassertorps. Keiner trifft. Gut ausgewichen. Aber dafür die Seite aufgemacht und schön Schaden von der Seite kassiert. Ja. Weil die da als wenn eine Sino. Bismarck. Le Bismarck. Ja, ich wollte das jetzt nicht in so einem langweiligen Video machen. Und also es ist mir persönlich, machen die neuen Gewerteten echt Spaß. Und ja, also das absolute ultimative Schiff bei mir war jetzt die Massachusetts. Ja, ich habe mir die Massachusetts gekauft. So Weihnachten jetzt mit den 25% Rabattcoupon. Hatte ich jetzt zweimal. Wargaming gibt im Moment 2x 25, einmal 20, einmal 15 und einmal 10% Rabatt. Und war schon echt nice, die dann in der Waffenkammer zu kaufen. Ist das ultimative Schiff gewesen, sind auch sehr viele gefahren. Und so konnte ich das halt bis auf Tier, bis es dann in die Quali ging, auf Tier 9, Tier 10 durchkloppen. Da habe ich mich dann erst mit der Jomba probiert, das ging aber nicht so gut. Dann habe ich mich probiert mit dem großen Kurfürsten, das ging dann sehr gut. Also großer Kurfürst in Alaska, sehr gut für diese Ranked-Dinger. Ohne Ober, komme ich da drauf? Ne, ich komme nicht auf die Abwehrkante, ich weiß nicht wieder. Alter, jetzt knallt mich die Sinop von da drüben, ey. Boah, das tat weh. 2 auf die Amagi. Ich habe geile Runden mit der Massachusetts hingelegt. Keine Frage. Ich hänge das dann in das Video mal an, alles. Erstmal ein bisschen langweiliges Gameplay. Und dann gucken wir mal. So, Sinop oder Bismarck. Eins von beiden schießt mich gleich wieder. Amagi ist down. Wunderbar.
Flugzeugträger brauche ich auch nicht mehr in meine Nähe, weil wir haben ja defensives Flakfeuer dabei. Ja, ist wirklich, hat wirklich Spaß gemacht. Ich bin jetzt mal auf die Silberliga gespannt, die wollte ich dann auch aufnehmen, die Silberliga. Mal gucken, wie das mit den Gefechten wird. Komm ich da irgendwo drüber? Hier komme ich drüber. Schieß nochmal auf die Bismarck. Mal gucken, was dabei rumkommt. Alles gegen Berg. Nee, alles ins Wasser. Nein. Gerland, du bist wirklich sehr mutig. Unser Flugzeugträger wird angegriffen. Nee, doch nicht. Ja. Also man kann, also wenn das so kommt, wäre ich zufrieden. Ich könnte dann immer ein bisschen in der Bronzeliga spielen, mir die Belohnung einspielen. War wirklich wunderschön. Die Runde jetzt hier ist totaler Müll irgendwie. Von mir gespielt. Aber ich durfte mal mein neues Premium-Schlachtschiff ausprobieren, was mir meine Frau hat erlaubt, mir kaufen zu dürfen, weil ich es unbedingt haben wollte. Und vielleicht kann ich mich noch bei der Sino brechen. Oh, hallo, Sinop! Oh, 5000. Sinop einmal gerecht. Sinop dreht jetzt natürlich voll ein auf mich. Hier drüben ist ja mal gar nichts. Die sind ja alle da. Uff, du liebes bisschen. Boah, Sinop kloppt. Alter, ich bin in Totenfahrt. Leningrad, wäre sehr nett, wenn du die raustorben würdest. Ich kann jetzt hier echt nicht. Ich muss rückwärts fahren. Jetzt abbremsen und rückwärts fahren. Du schießt auf den 6, ey. Ah, 8000. Was schießt denn da HE? Schießt HE. Konzentrieren wir uns auf. Ich bin eh gleich raus. Dann mache ich einen kurzen Aufnahmestopp und dann zeige ich euch das in der Waffenkammer. Mit den Rabattkupons. Uso schießt HE. Gleich brennen wir natürlich wieder. Ah ne, Uso verfehlt komplett. Oh, schön, 10.000 auf die Fuso. Rückwärts weg hier. Dinop kann nämlich gerade nicht auf mich schießen. Ah, rückwärts weg. Oh, da ist auch noch eine Bayern. Wenn die mich einmal beschießen, durchschlagen die mich frontal, aber wehe, ich beschieße einmal. Ich schieße jetzt auch mal auf die Bayern. Jawoll, so kommen wir doch zu unserem Damage. Dann gehen wir nicht ganz lang und klanglos unter. Ist doch schön. Diese halbe Salve ging noch durch. Echt jetzt überlebt mit 1000. Und ich kann mich nicht mehr retten. Also im Moment, und es gibt noch was Geileres. Man kann jetzt 360 Tage Premium für
39,94 Euro kaufen. Ist auch ein sehr geiles Angebot von Wargaming. Muss man sich einfach mal antun. Dreimal abgeprallt und jetzt bin ich raus. Oh, cool, Sinov hat verfehlt. Oh, 7000. Schöner Treffer. Schöner Treffer, aber die nächste Seite von der Sinov trifft natürlich. Ach, der guckt gar nicht auf mich, der dreht nur die Türme. Er dreht ein, er dreht ein. Guckt schon mal Kunde. Ah, Kunde überlebt. Seht ihr mal. Richtig schön. Was haben wir denn gemerkt? 64 Zieltreffer, 9 Flugzeuge abgeschossen, in der Teamwertung letzter. Nö, mittelgutes Mittelfeld. Ihr seht, Bronzeliga. Ausführlicher Bericht. Na, schön Schaden gedrückt. Und Kreditpunkte. Keine Modifikationen drauf gewesen. Captain ist auch noch ganz miserabel. Und dann zeige ich euch das jetzt gleich mal in der. Mit dem Ranked. So, da sind wir beim Ranked-System. So, ihr seht, ich hab die Ränge durchgekloppt, hab die Qualifikation bestanden, jetzt bin ich in der silbernen Liga. Belohnung erhalten. In der silbernen Liga erhält man dann für Platz 1 100 Stahl, 3000 Kohle, 200 Dublonen. Dann muss man wieder eine Qualifikation, die Qualifikation dann nur mit Schiffen der Stufe 10. Ja. Hier ist die Qualifikation im Sprint mit 9ern und 10ern. Also meine Top-Schiffe waren, das zeige ich euch gleich mal, im Ding, im Hafen. So, meine Top-Schiffe 8, 9, 10 waren wirklich Massachusetts, Alaska, die North Carolina aufgrund ihrer Wuchtigkeit, was sie austeilen kann. Die John Bar B habe ich ja nur. Und wirklich der große Kurfürsten. Also mit den drei Sachen, also mit den 1, 2, 3, 4, 5 Schiffen wirklich alles abgeräumt. Bismarck konnte man komplett vergessen. Nichts getroffen, weil der Gegner hinten rum steht. Und ja, deswegen. Mein Tipp für Bronzeliga Massachusetts für die Qualifikation Alaska, einfach wegen dem Radar. Zur Not kann man auch noch die hydroakustische Suche mitnehmen. Habe ich jetzt nicht dabei gehabt. Ich habe defensives Flakfeuer dabei gehabt, weil doch sehr viele CVs noch dabei waren. Der große Kurfürst, gut, weil es mein einzigster Zehner ist, bis jetzt. Und einfach die John Bar. Weil aufgrund des Reload Boosters konnte ich da schön eine Worcester zerpflügen. Ja, und die hat gar nicht gemerkt, was überhaupt Sache ist. Auch sehr schön. So, und das zweite ist, in der Waffenkammer kann man sich einfach mal für 12.000 Dublonen 360 Tage Premium kaufen. Für 24.000 kriegt man dann noch die Elite-Signale dazu. Und im Premium Shop, Premium Laden, lädt ein bisschen, gab ein paar Serverprobleme wieder. Unter Sonderangebote seht ihr sie 78 Euro für mit Elite Signalen und wo ist es da 39,39 Euro 360 Tage Premium Spielzeit. Also ich finde, es lohnt sich. 360 Tage auf dem einfachen Grunde, ich habe 65% mehr EP und 50% mehr Kreditpunkte und wir sind alle immer chronisch pleite und ich habe jetzt 55 Schafen im Schiff, genau, gut Deutsch heute, nee. So. Und ich habe jetzt auch angefangen, alles zu spielen. Wirklich, ihr habt im Moment 200 EP pro Tag, die ihr auf die Schiffe draufkloppen könnt. Deswegen macht's einfach. Spielt euer Spiel.
wenn ihr die gewerteten Gefechte spielen wollt. Ich kann sie jetzt zurzeit nicht mehr spielen, weil ich die Qualifikation, ich muss jetzt auf den nächsten Sprint warten. Der beginnt in 2 Tagen, das heißt am Dienstag beginnt der neue Sprint und dann mal schauen, was das gibt. Bis dato, haut raus und lasst vielleicht ein Abo da, wenn euch die Videos gefallen, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Und wir können gerne in den Kommentaren unten, können wir gerne diskutieren darüber, was ihr so für Erfahrungen hattet. Ich habe sehr gute Erfahrungen jetzt mit den Ranks. Manche sagen, boah, ey, nee, lass mal stecken. Aber ich sag, ich finde es gut, weil für mich, ich muss arbeiten, ich habe Familie. Ist es perfekt. Ich kann immer was erreichen. Und wenn nicht, stümpel ich in der Bronzeliga rum. Also, lasst mich eure Meinung wissen. Haut raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.